Oh, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja die Camrio-Höhle, ich glaube so hieß sie, durchquert und wir haben einen Herrscher des Landes gefunden, der sich aber weigert, in Lastonbel hier wieder aufzutauchen und den Segen zu beherrschen und so, und das geht mir sowas von gegen den Strich. Wir haben uns ein bisschen hier umgehört und Margaret soll entführt worden sein, so ein kleines Gör. Und wir reden mal mit dieser Person. Die Wirtin ist so angespannt, seit Margaret von zu Hause weggelaufen ist. Sie stürzt sich förmlich in ihre Arbeit. Natürlich mache ich mir auch Sorgen um Margaret, aber ich muss mir auch Sorgen um die Wirtin machen. Okay. Wir sollen ja übernachten. Was nehmen wir denn hier? Gebackene Tomate. Keins geht, okay. Vielleicht mit einem L, okay. Oder ist das richtig? Nee, da ist mein 2 L. Ha! Ich habe erst recht, ich habe nicht gefunden, glaube ich. Okay. Oh, kann ja nicht reisen, aber ich kann hier speichern. Das ist nicht gut. Hi. Was willst du denn? Ragulu Terraria. Ein Ragoro ist ein Heer und den im Licht des Mondes völlig durchdreht. Er sieht vielleicht nicht sonderlich furchterregend aus, aber versucht er uns ein falsches Gefühl von Sicherheit zu geben, versteckt er seine Wahlkraft vor uns. Okay, mal fertig. Ich spiele Rose, oder? Ja. Das sieht aus wie Schwertregen und mit Dolchen. Oh, jetzt einfach. Werkbestellung. Habe ich doch letztens schon gelesen. Hallo? Bam, was? Wieso Bam? Ja, anstatt uns um sie zu kümmern, ne? Und sie ist weg. Boah. Kann ich jetzt hier raus? Nö. Ich muss diesen Helion einholen. Er ist nach Westen gegangen. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn noch. Ach, der läuft uns nicht weg. Wir sind im Rollenspiel. Ein japanischen Rollenspiel. Hier nach draußen nehme ich an. Wachen bleiben einfach hier stehen, als wäre nichts. War er da? Ah. Habt ihr den Hund hier vorbeilaufen gesehen? Obwohl, sie können ihn ja nicht sehen, stimmt ja. Okay. Komm her, du. Siehst du denn hier? Und bitte sag mir, du bist nicht stark. Rotwolf. Oh Gott, warum? 41. Er hat damit eine Art Aufwärtshaken. Okay. Sag mir nicht. Aber wir machen den Schaden. Oh Gott. Oh Gott, echt? Gegen was bist du anfällig? Gegen nichts. Weil... Ah, das sehe ich schon.
Spam diesen Angriff, ja. Ja, verdammt, ich kann nicht mehr als eine Mine. Was bist du? Erde ist gut, okay. Da macht mir schon wieder so Hoffnung, dass wir die anderen Gegner auch besiegen können. Nein, nicht auf Mikleo. Oh, der hat keine Chance gegen uns, habe ich das Gefühl. Ah, sehr gut, die haben sich verbunden. Ja, das Mikleo am Freck war. Die Frau ist krass. Sehr gut. Boah. Jetzt nicht mehr frecken. Im letzten Moment. Mein Gott. Er kommt irgendwie nie zum Angreifen. Ja, zum Angreifen. Was? Uff. Nehme ich hier nicht auf den Arm. Leon nicht hier im letzten Moment noch. Im Moment ist gut. Komm schon. Wurf. Leck mich, was? Ja, mit Klo fight. Hey, geblieben. Ja, noch schöner, wenn ich jetzt freck. Danke. Ja, nochmal cool. Das heißt, wir mehr KP bekommen. Sehr gut. Hoffentlich. わかるの。お母さんもお化けって言ったのに、わかるよ。お化けなんかじゃないって。うん。お化けになっちゃったの。私もワックもいっぱい怒ったから、ワックはすごく怖いお化けになって、町の人たち殺しちゃった。私怖くなって。 お母さんに助けてって言いに行ったんだけど、お母さんは大丈夫、すぐに迎えに来てくれるよ。本当？よかった。サインドさん、ハレイちゃん、ローマの気配を感じてきたんです。なぜか懐かしい感じがしたから。サインドの声が聞こえる。バック、金のとこ行く。 サインドが待って。マーガレット、私が逃げなければこんなことには。サインド、マーガレットはただ聖堂に眷属はいないと言っただけなの。その発言がいじめへとつながった。そう、国同士の対立が激しくなる中で教会は信徒の統制を強めていきました。 彼らは価値観を違える者に対し、強硬に反発するようになったのです。たとえ子供のざれ言であっても。それで町を出たのね。人間に愛想を尽かして。同志スレイン、私にもう一度あの町を加護させてもらえませんか。頼みたいけど、あの町はまだ。それでもやる気なんだよね。はい、友達を 嘘つきにしたくないから。 Ah, Mädchen ist gestorben. Der Hund auch. Dreck. So, hier geht's jetzt weiter. Sind wir ja fertig?
霊能力があるのはいいことだって思ってた。けど、そうとは限らないのかな。見えるようになる前と後じゃ全然違う世界だもん。人によっちゃ悪い方に転がることもありそう。要はそいつや、周りの捉え方次第だ。それぞれの価値観ってとこね。ですが、価値観の相違は争いの呼び水でもあります。それぞれ違う世界を生きている。人と天族の共生が難しい。大きな理由だな。同志と人も、だよな。大切なのは、他の人の価値観を認められる心ですわ。そうそう。どうやっても同じ人間にはなれないし。何より、今回のは霊能力関係ないっしょ。いじめた連中が悪い。受け入れてくださるのですね、ロゼさん。てか、あるものはあるんだから、前向きに考えなきゃ損でしょ。いいこと言うじゃない。ロゼのくせに。うわぁ！頭の中で喋るなってば！いい加減認めなさいよ。天族はこういうものだって。こういうのがキモ怖いってのも私の価値観！Rassist. Im Segen für Region Lassombel wurde hergestellt. Reisendes Mädchen, alternative Farbe. Okay.Oh, das sind ein paar wenig HP. So, reisendes Mädchen. Für wen war das? Ach, cool. Ja, warum nicht? Mückel, Windwächter, Feuermeiz.Okay. Wandte von Rose übliche Reise. Edna sagt, sie sei mit Traumgeschmack. Okay. Das ist das Segen von Lass mal wieder herstellen. Und zwar dank des Kraftes Seraph Syndra. Das ist 5 von diesen Kugeln. Ich muss unbedingt mal. Ich gehe jetzt mal hier schnarchen. Ich wusste es.気迫すごかった。あれが国を背負う覚悟なのか。所詮は氷魔に落ちたものだ。あいつがデゼルの仇なのか。正体まではつかめなかった。お前が押し負けたせいだ。ごめん。次はしくじるなよ。俺の復讐のために。ああ、頑張るよ。いいのか。仇なら殺すということだ。そうだな。よく考えなきゃダメだよな。ありがとう。なぜ霊が出てくる。なんでって、俺を心配してくれただろ今。考えても意味はなさそうだ。そんなぬるい解釈しかできないようじゃな。バッマン。はあ、das ist ja echt wie Batman, ne? Batman muss sich auch an den Mörder seiner Eltern rächen, oder? Ich kenne mich mit Comic-Helden nicht so aus. DC, Marvel, ich weiß noch nicht mal, zu was Batman gehört. Irgendjemand anders. So. Wir können endlich mal den Herrscher des Landes hier benutzen. Das heißt, ich kann mein Essen endlich mal hier irgendwie für was gebrauchen. Das heißt, wir können endlich mal Bonus bekommen.So lange dauert das, bei irgendwann mal einen bekommen. Und die hockt da oben. Sprechen. Ich bete dafür, dass der Fried zurückkehrt in diese Stadt und in das Herz von Margarets Mutter. Ja, Norman, stimmt. Keine Ahnung. Ich möchte nicht die Gegnerstufe noch weiter erhöhen, ehrlich gesagt.Eigentlich, ja. Aber wir haben schon ein paar, gut. Bum, bum. Sagt ihr, kannst du mit Hilfe von Geist zwischen Speicherpunkten bewegen. Kann ich auch so. Symbole erscheinen.
So, aber hier tun wir jetzt erstmal. Jetzt hat sich das Offscreen schon aufgelevelt. Was? Ah, jetzt habe ich doch weggedrückt. Heilige Ausrüstung bei 10 oder mehr, um die Auswirkungen der ersten Fertigkeit zu verdoppeln. Verdammt. Ich weggedrückt. Egal. Hat wieder was mit Dings zu tun gehabt, nehme ich an. Mit Ausrüstung verschmelzen und so, und das benutze ich nicht. So, nimm mein ganzes Essen nicht. Was schütte ich mit Essen? Weil mein schwarzes Zeug kannst du haben. So. So, wie viel haben wir jetzt? 7. Ja, bitte. Verdammt. Und verhindern, dass jemand K.O. geschlagen wird. Sie ist am besten kämpfen gegen starke Gegner ein. Das lassen wir mal. Ihre Objektflussrate. Jetzt brauche ich das zwar auch nicht mehr. Und 6 erhöht sich zum Beispiel auf 9%. Okay. Okay, ja, okay, ich wollte schon sagen. War falsch. Nee, war halt nicht. Gut. Wenn wir das erledigt, speichern wir mal. Und mal endlich hier nebenquestmäßig was erledigt. HP haben wir auch dazu bekommen. Das heißt, wir sind ein bisschen mächtiger geworden. Soll ich mal vorstellen, wir sind Level 31 und die Charaktere haben nur so um die 1000 KP. Edna hatte noch unter 1000 vor diesem Kampf. So, aber jetzt können wir mal endlich weitergehen. Dann gehen wir mal wieder zu Dingens. Cambria-Höhle. Damit wir von da aus wahrscheinlich zum nächsten Ort gehen können. Wo auch eigentlich hin müssen, storymäßig. Ja, ich will gar nicht wissen, welches Level du hast. Aber doch, irgendwie will ich das wissen. Nur um zu gucken halt, okay? Muss er wissen, wann ich welchen Gegner hier bekämpfen kann. Vielleicht ist sie ja nicht stark. Einköpfige Schlange. 57. Würde jetzt nur die Sprüche gehen dann alle weg hier. Ich nehme an, die kommen nicht noch mal wieder. Wenn ich mit denen rede. Warte mal, kann ich jetzt, wenn ich. Hab ich schon ausprobiert, ne? Ja, ne? Wo ist doch Silber, oder? Warum konnte ich die nicht öffnen? Warte mal, vom Weiten sieht die aus wie Silber, aber das ist doch nicht eine Silber-Truhe. Sonst hätte ich sie ja öffnen können. Was? Die sah vom Weiten Silber aus. Was ist denn das? Da haben wir ja zwei Wege, die wir noch abklappern konnten, wenn ich mich nicht irre. Oder? Mal, da können wir noch irgendwo hin, glaube ich. Gehen wir hier nach Italien. Sieht irgendwie aus wie der Stiefel. Ist ja beides eigentlich dahin führen.
Was zum? Da war ja Zeitverschwendung. Okay. Dann wird's mal, nehme ich an, einfach da unten zum Felszackenjoch gehen. Natürlich kann ich von da aus nicht rein. Mann! Wir sind aber heute geschafft in dem Part. Ich fühle mich jetzt viel vorbereiteter und stärker und mehr Stücker. So kann ich mich jetzt zum Speicherpunkt dahin teleportieren. Ich hätte nämlich echt ätzend gefunden, den ganzen Weg hier immer wieder rein und raus zu rennen. Geh weg. Ihr Viecher könnt weggehen, ey. Euch kann ich am wenigsten leiden. Irgendwie diese Magier-Typen aus den Ruinen von Roses Versteck und die Typen tauchen andauernd vor mir auf. Stop it, please. You surprise me every time. Jetzt ihr überhaupt Dings gegeben? Ja. Komm durcheinander, aber sowas tut mir leid. Geht weg. Rote Kräuter. Das ist Bippe. Ich muss mir vorstellen, wir haben ja den ganzen Weg gemacht, ne? Ich glaube, der Weg von hier ist ein Eckunfall. Oh, Norman. Stell mir die Stimmen von diesen Viechern recht nervig vor. Tempest. Der Ausgang ist nahe, glaube ich. Du hast auch gefühlt. Nantonaku, Kaze, ne? Okay. Muss man sich mal geben, ne? Den ganzen Weg durch die Höhle gerannt, ne? Und wirklich haben wir der Ausgang nur hier vorne. War eigentlich eine riesige Zeitquest nur die letzten zwei Folgen. Oh Mann, direkt ein Boss. Aber da habe ich jetzt nicht gerechnet. 46 schon, leck mich doch. Er kann sowohl Wasser als auch Wind widerstehen. Verwende den Steiß Feuer und Erde und fahre mit voller Wucht. Führt viele Atemangriffe aus. Also Wasser war nicht so einen starken Angriff wie das letzte Viech. So, warte mal. Das heißt, ich möchte... Warte mal, ich habe doch... Warte mal, wie macht die nochmal? Allein zum L2 und dann irgendein Knopf. Treffer, hallo? Schade. Ach, sorry, echt? Weil ich drücke die ganze Zeit L1 und kann mich nicht... Oh, wir haben keine Dingens, merke ich. Ich hätte gerne 60 Treffer gehabt, weil dafür gibt es noch eine Kampfaktion. Ach, Mann. Sorry, kannst du mal aufhören, auf die Fresse zu bekommen die ganze Zeit? Alter! Echt? Ja, jetzt haben wir zwei Dingens, die extrem viel Schaden machen, theoretisch. Ja, komm her. Warum entbindet ihr euch?
Sehr wohl. Ist einfach nur auf den draufhauen. Ist anfällig gegen Feuer, setzt aber Feuer ein. Da wird sowas von verrecken. Oder auch nicht. Sorry. Er ist voll im Level da reingerannt. Und Level up. Aus Art erlernen. Sehr gut. Und Segenkugel halten. Sehr gut. Wieder stärker geworden. Norman. Nee. Das sind nur Kräuter zum Schnüffeln. So, da habe ich schon einen Speicherpunkt gesehen, da kommt wieder Verrufen hier. Und Fibol pendeln. Aber ich glaube, da kann ich nicht hin, ne? Nö. Nee. Nee. Aber ist doch bestimmt irgendwo ein Speicherpunkt direkt in der Nähe. Das ist doch immer so. Mal mein Schwert wieder benutzt. Äh, 80 HP hat Edna bekommen. Gibt's von diesen Dingern nicht nur recht wenige? Diesen Kugeln? Jetzt aufgefallen, ich habe heute den Titel leider nicht geändert hier vor diesem Kampf. Verdammt, er hatte sein Dings noch maximal super. Er hat irgendeinen Titel vertieft. Glaube ich. Na super, ne? Haben wir wieder was verbraten. So, wer hat hier neue Sachen gelernt? Suraschneider, okay. Noch irgendjemand? Ja, Magios. Um 6 Steine materialisieren zu lassen. Okay, wir gehen aber zurück und speichern. Weil speichern ist pretty gut. So. Dann. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Lass mal erstmal nach dem Part. Weiß nicht, was ich gespeichert habe. Mach mal im nächsten Part. Oder offscreen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Und wir machen uns dann auf nach Gododin. In der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zur, ich bin unsichtbar, nächsten Folge. Ciao.